So. Herzlich willkommen zurück. Ach, jetzt, ich wollte die Kameras wieder breiter machen. Ah, schiddli-diddle. Nee, das ist das Falsche. Das will ich. Holy moly. What? 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 Genau. Wie bist du eigentlich gerade eingestellt? Will ich den echt verarschen hier? Geht doch, 480. So. Du bist eingestellt auf 360, genau. Ah, genau. Du kommst weg und du kommst weg. Hat ja gut funktioniert. Null. Ah, jetzt. Ah, da sieht schon besser aus. So, Nummer 1 ist richtig. Jetzt kommt Nummer 2. So, da brauchen wir. Das war falsch. Oh mein Gott. Da muss eine 0. Da muss eine 0. So, und das Ding muss jetzt. So? Ja, perfekt. Ja, perfekt. Genau richtig. Aha. Ein bisschen Mathematik und schon ist das Leben schöner. So, let's go. Jetzt haben wir wieder richtig schön Breitbild hier. Richtig schön 16 zu 9. Im 16 zu 9. Digga, ich habe nicht nur Picture, Picture. Ich habe Picture by Picture in Picture. Ja, kommt weg. Man sieht da, man sieht's da. Und ich sehe es hier. Ich sehe mein Bild viermal. Digga. Das ist stylisch. Ich sehe, kann man eigentlich bei euch sehen. Ja, doch, bei euch sieht man auch ein bisschen die Latenz zwischen. Was mache ich hier gerade und was mache ich hier gerade? Frei umherfahren, genau. Ja, nein, nein, aus, Ende. Wir brauchen einen Schnellauftrag. Schnellauftrag. Wir brauchen einen Auftrag. 430 PS ist mir zu wenig. 500 PS geht, aber nicht bei 27 Tonnen. 380 PS, klar. 540 PS bei 12 Tonnen. Ja, das kann man schon machen. Das sieht schon besser aus. So, wir haben Luftpost. Aber Luftpost fliegt doch. Deswegen heißt es doch Luftpost. Egal, let's go. Von wo nach wo geht's denn überhaupt? Achso, darunter. Okay. Was wollte ich gerade sagen? Achso, genau. Ja, die Latenz, mal gucken. Wohl die Latenz zwischen, also dem Bild und. Aua, Entschuldigung. Zwischen. Ey, boah, what the fuck? Mein Mikrofon stirbt gerade. die Latenz zwischen dem Bild und dem Bild ist halt so gering. Ja, doch, kann man jetzt hier so ein bisschen sehen. So oben bei den Kameras. Ist tatsächlich so gering. Was wollte ich gerade sagen? Also genau, dass ich halt locker mit OBS spielen könnte. Ich bräuchte das eigentliche Spiel gar nicht zu sehen. Ja, und trotzdem könnte ich könnte das Bild von dem Spiel auf mein TV legen, so dass ich es das gar nicht mehr im Blick habe, ja? Und dann mit OBS hier in die Mitte schieben und ich könnte halt problemlos spielen. Ob das irgendwas bringt, keine Ahnung, aber hey, es wäre geil. So, wir fahren mal los und die Kamera, das Mikrofon muss man hier aus meinem Blickfeld raus. Sonst sehe ich hier gar nichts. Was ist los mit meiner Kamera? Mit meinem Mikrofon. Ah! Oh. Bitte stirb nicht, liebes Mikrofon. Du bist noch so jung. So, wir müssen, das muss da, das muss, ja. Konnichiwa. Okay. Audio funktioniert noch, sehr schön, dann let's go. Haben wir für ein LKW? Siehst du? MAN sieht einfach behindert aus. Alter, guckt euch. Vergleicht mal das mit der Front von einem fucking Volvo. Alter, das sieht ja aus wie Kindergarten. Was denn das für ein LKW? Das ist doch kein. Das ist nicht mal ein LKW. Das ist ein Zustand. Fertig Oh, zum machen wir Losfahren. mal Licht hier an. Wow. Wow, Alter, dieser Lichtkegel. Was ich aber ein bisschen vermisse, hier war doch noch mehr an Licht, oder?
Ich hab's auch noch so abblendlicht und so ein Scheiß, oder? Motor, Fächel, Motor, 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 Auflieger, Retarder, Differenz, Blinker. Warnblinkanlage ist F. Lichtmodi ist L. Genau, das kennen wir schon. Ah, Fernlichtscheinwerfer ist eine Extra-Taste. Na, war ja klar. Und Rundumleuchte ist O. Also F, K und O muss ich probieren. So. So, F. Also das Licht, ne, das Licht, er sieht schon extrem geil aus. Das kann man echt nicht anders sagen. Das sieht so gut aus. So gut. Aus. Ha? Ja, ne? Beim echten LKW muss man eigentlich schon mal, bevor man losfährt, eine Lichtkontrolle machen. Das heißt, warte mal, K, ne? Ja, genau. K funktioniert. Licht funktioniert da auch. Wir müssen auch hinten gucken. Sieht man gar nicht. Scheiß die Wand an. Kann ich losfahren? Fahr los. Ja! So, jetzt blinken. Aha. Blinken. Was? Oh. Ich habe zu so viel geblinkt. Jetzt habe ich einen Strafzettel bekommen. Selbstständige Fahrer gesucht. Sind Sie eine Berufs... Was? Sind Sie an einem beruflichen... Sind Sie an einer beruflichen Veränderung interessiert? Fragezeichen. Für eine große Anzahl an Auslieferungen suchen wir fähige Fahrer. Da seid ihr bei mir an der falschen Adresse, Leute. Bitte weitergehen. Fähige Fahrer mit einem eigenen LKW. Seid schon wieder an der falschen Adresse. Wir bieten überzeugende Frachtraten. Oh, okay. Ach so, also Daueraufträge quasi. Von bis zu 5.600 € pro Auftrag. Sollten Sie über ein eigenes Fahrzeug verfügen, wenden Sie sich bitte direkt an unseren Beladestelle in Rugesen. Was ist das für ein Zeichen, Alter? Also, ich dachte, Japanisch sieht aus wie Chinesisch rückwärts. Aber was ist das denn bitte? Nee, du, bin ich nicht mit einverstanden. So, let's go. Achso, genau, wir wollten Lichtanlagentest machen. So, Doppelblinker funktioniert auch. Achso, wir müssen eigentlich auch umgucken, ne? Okay, wir haben oben gar keine Blinker. Manche Auflieger haben nämlich, glaube ich, auch Umblinker. Ne? Der aber nicht. So, jetzt müssen wir die Bremse testen. Okay, das ist das Rückfahrlicht. Wie mache ich denn die Bremse? Ah, okay. Okay. Ja, ich muss leider beschleunigen und bremsen gleichzeitig, weil ist hier leider eine einfache Automatik. Das heißt, wenn ich nur rückwärts fahre, dann fährt er rückwärts. So. Und das wollen wir nicht. So. Okay. Gibt es noch irgendwas? Fahrlicht, Bremslicht, Blinker, Rückfahrlicht. Ah, ne, mehr gibt es eigentlich gar nicht. Na, easy. Hashtag läuft doch. Nö. Okay. Lichtanlage erfolgreich getestet. Ja, wichtig. Steigen wir mal ein. Was kann man noch testen? Keine Ahnung. Let's go. Wir fahren, wir müssen, wir haben volle Fahrt voraus. Achso, und eigentlich, da bin ich mir jetzt aber gar nicht so sicher, wenn wir auf dem Hof sind, dann kann man ja eigentlich sogar mit Doppelblinker fahren. Oder wir fahren inkognito. Jetzt weiß keiner, dass wir umherfahren. Es ist dunkel wie die Nacht. Wow, wo kommt der Hänger her? Oh, schön Wendekreis hier. Holy moly. Nein, nicht zugehen. Bleib auf. Sehr schön. Links, rechts, links, Biege nach rechts. rechts ab. Ich glaube, ich sollte am besten mal erst gucken und dann rausfahren. Und nicht gucken, wenn ich schon am Du Rausfahren musst bin. rechts abbiegen. Aha. Biege nach rechts ab. Ja, ist ja gut, Mädel. Beruhig dich. Freie Bahn mit Marzipan. Wow, okay. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Dachte schon, wir ecken jetzt mit dem Auflieger voll an, Alter. Nimm diese Ausfahrt. Oh, guckt euch das an, Alter. Schwarz wie die Nacht. Ah, wir fahren auf der Autobahn. Ist das erste Mal, dass wir auf der Autobahn fahren, oder?
Leider dürfen als LKW-Fahrer trotzdem nur 80 fahren. Ich meine, ich habe zwar diese Limitierung deaktiviert. Also wir könnten auch schneller fahren. Aber ganz ehrlich, fühle ich nicht. Na, das ist ja gut, Junge. Ich fahr gerade 8 km zu schnell. Ey. Schnauze. Oh, wir fahren schneller. Ups. Bitte links halten. Oh, keiner will überholen. Sehr schön. So, machen wir mal hier den Autopiloten. Den. Ah, okay. Den, let's go. Tempomat, genau. Den Tempomat an und rocken hier die Autobahn. So. Wow, 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 wow. Ich sollte mich mal mehr auf die Straße konzentrieren als auf OBS, gell? Aber in OBS sieht es halt so stockermäßig aus. Aber ich habe die Aufnahme, also die letzte Aufnahme mal angeguckt. Das Video selber ist zum Glück nicht so stockernd. Es ist also wieder nur diese Vorschau von OBS. OBS ist Dreckssoftware, weißt du? Wisst ihr? Meine CPU ist zu 10% ausgelastet. Zu 10%. Und OBS kriegt es nicht gebacken, flüssig die Vorschau zu machen. Digga, was da los? Was mit dieser OBS? Was das? An der Grafikkarte kann es nicht liegen. Die Grafikkarte ist super unterfordert. Ja? An der CPU kann es nicht liegen. Die hat Auslastung von 10%. Warum stockert dieser verfickte OBS? Bin ich nicht mit zufrieden, ne? Finde ich nicht in Ordnung, du, ne? Da kommt ein LKW von vorne. Da guckst du, da ist ein rotes Dreieck, Viereck. Also ein Dreieck mit vier Ecken. Verstehst du? So, da vorne geht's nach rechts. Okay. Wir haben übrigens gar nicht unsere Spiegel eingestellt, fällt mir gerade mal auf. Kann man ja, glaube ich, ne? War ja alles hier bei der F1. Genau, Seitenspiegel, genau. Ach nee, ein Ausschalten kann man die nur. Konnte ich die nicht bei dem Probespiel habe ich die doch eingestellt. Warte mal, ganz kurz. Ja, eben. Warum hat das Tutorial nicht funktioniert? Normalerweise, wenn du das Spiel zum ersten Mal startest, dann werden die alle Knöpfe erklärt. Also die wichtigsten. Aber hier wurde gar nichts erklärt. Schweinerei. So. Hood-Seitenspiegel, Modi des Routen-Advisor, LKW-Einstellungen, Routen. Ach stimmt, das war F4, klar. Ah, das Ding hat gefehlt. Das Ding wurde gar nicht erklärt. Da kann man den Sitz einstellen. Relativ heftig. Den Spiegel einstellen. Gut, hier sieht man natürlich gar nichts, ja. Also, das müsste man schon machen, wenn man bei einem belichteten Platz ist. Und man kann Licht einstellen. Digga, what the fuck? Ja. Nur, dass ihr es mal gesehen habt. Überholen wir? Ja. Let's go. Ach komm. Beschleunigen. Los, ich will deine, was auch immer an Anzahl an PS spüren. So, wieder ein bisschen ausrollen lassen. Fahren wir einfach 100 km/h. Ups. kann ja mal passieren. Mache ich ständig auf dem Fahrrad. Boah, Alter. Mit offenen Fenstern klingt das Sound gleich mal noch viel besser.
Vor allem, wie du diesen Turbolader hörst, ne? Der Turbolader zerstört einfach mal dein Gehör. Ach ja. Mein Mikrofon ist auch gerade schon am rumzappeln. Wow, Leitplanke, hupsili. Mein Mikrofon ist auch gerade schon am rumzappeln. Das ist ja auch so ein super empfindliches Mikrofon. Links, rechts, geradeaus, okay. So ein super empfindliches Mikrofon. Aber ich glaube mal, so ganz leise Töne wird man dann auf der Aufnahme eh nicht hören. Aber schön, dass das Mikrofon sogar hört, wie das Gras wächst bei uns vor der Tür. Bin ich schon sehr glücklich mit. Wow. Aber schon auf der Spur bleiben hier. Oh, ich war viel zu langsam. Wo ist mein Tempomat? Ah, mal gut. Immer mal ganz kurz gucken hier. Tempomat. Hier gab es auch so eine Wiederaufnahme, ne? Tempomat. Geschwindigkeit, Wiederaufnahme. Delete. Okay. Probieren wir mal. Ah, nice. Let's go. Freie Bar mit Marzipan. Oh, da vorne kommt eine enge Kurve. Oh nee, so eng ist sie doch gar nicht. Okay. Das geht ja noch. Auto speichern, okay. Ey, wir haben noch 100 Kilometer vor uns. Holy moly, Alter. Müssen wir nicht irgendwie mal rasten oder so? Nee, ne? Wir werden gar nicht müde, kann das sein? Oder kommt das noch? Ich meine, wir fahren das jetzt schon eine ganze Weile. Also, dass wir nicht tanken müssen, ist klar. Ne? Wir bekommen immer einen neuen LKW. Wobei es wahrscheinlich auch mal so sein kann, dass wir einen LKW bekommen, der fast nicht getankt ist. Also, wenn wir dann später mal längere Strecken fahren, müssen wir wahrscheinlich trotzdem tanken irgendwie, keine Ahnung. Aber wir werden auch gar nicht müde. Muss das so sein? Soll das so sein oder was? Na gut, oder wir schlafen zwischen den Aufträgen. Kann es nämlich auch sein. Aber ich meine, es ist jetzt so unser dritter Auftrag, ja? Und es wird jetzt gerade erstmal dunkel. Also so viel schlafen können wir zwischenzeitlich gar nicht. Wer weiß. Es wird übrigens schon fast wieder hell, schon 2 Uhr morgens. Ja, lol. Freie Bahn mit Marzipan. Oh, da kommt eine Kurve. Da sollte ich mal lieber keine komischen Sachen machen hier. Sonst streichen wir hier die Leitplanke mit unserem eigenen Lack. Oh, jetzt aber. Holy, oh, Alter! Boah! Hilfe! So, ja? Ja, so ist gut. 2, okay. Oh, Alter! Oh, scheiße, jemand dann. Ah, genau. Sagen wir jetzt. So kleben wir jetzt quasi vor der Stoßstange. Auch ganz geil. So, 7 war Radansicht. Alter! Dass die LKWs immer so langsam fahren müssen, was los? Keine Respekt mehr hier. Können wir die noch abdrängen? Nee, ne? Ah komm, den überholen wir auch noch. Tschüss. So. Okay, wenn du den, ja klar, macht ja Sinn. Wenn du hier den Tempomat reinmachst, dann bremst der auch. Aber macht ja auch Sinn, weil der muss ja auch bergab die Geschwindigkeit halten können. Aber hörst du richtig, wie dieser Vitara arbeitet? Dieses komische, ist nämlich genau dieser Vitara. Denn ich sag mal so, eine Luftdruckbremse, die klingt anders.
Na, fährst du jetzt oder was? Digga, ich komm gleich raus. Geh, ja, weiter. Alter, du behältst den gesamten Verkehr auf. Meine Fresse. Was ist mit dem los? Guck mal, hinter mir ist der Stau, der reicht bis nach Afrika. Alter, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Okay. Entschuldigung. Musste gerade sein. So, ein bisschen langsamer hier. Allee, so. Ah, davon ist das Ziel. Nicey dicey. Nice. Alter, wieder beschleunigt. Der hat wohl Nitro getankt. Also, hier dieser Transporter da gerade. Oh, ich war zu schnell. Holy moly. Nee, halt, was? Wo? Keine Ahnung. Let's go. Fahr doch mal. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Ich habe übrigens, müsste ich mir mal sagen, was ich mich immer frage bei diesem Kreisverkehr. Was machst du eigentlich, wenn du in der inneren Spur bist? Dann bist du doch komplett verloren. Weil ich meine, du kannst von der inneren Spur kannst du doch unmöglich nach rechts abfahren. Weil du musst doch immer damit rechnen, dass rechts einer überholt. Und weil die Kurve aber hinten ja nach rechts weggeht, nach links weggeht, siehst du den ja nicht mal. Das heißt, es kann immer passieren, dass in dem Moment, wo du nach rechts wegziehst, einer von hinten auf einmal ankommt, den du dann wegrammst. Das ist doch quasi gar nicht möglich, so mit zweispurig. Leider habe ich sowas auch noch nie in der Realität gesehen. Also so eine zweispurige Dingsda-Bumster. Von daher weiß ich gar nicht, wie sowas im Echten aussieht. Aber ich wüsste halt nicht, wie man von der inneren Spur irgendwie abbiegen sollte. Also gefahrenfrei abbiegen sollte. Klar, man kann natürlich einfach sagen, ja, YOLO. Aber, ich hätte da schon ein bisschen Angst. Na, guck mal, wenn ich jetzt hier auf der inneren Spur fahre. Guck mal. Rechts mein Spiegel. Ich habe keinerlei Sichtbereich. Da kann es jetzt jederzeit sein, dass da einer hinter mir vorkommt. Wenn ich jetzt sage, jetzt. Ja, da. Genau. Alle bekloppt hier. Alle bekloppt hier. Ich sag's ja. Nee, würde mich da gerne. Ups. Würde mich echt mal gerne interessieren. Wie funktioniert sowas? Das geht doch gar nicht. Mein Motor macht komische Geräusche. Danke dafür. Immer geradeaus. Oh, wir fahren bei so bei viel zu schnell. Demnächst rechts abbiegen. Man hört sogar den Schotter, wenn man drauf fährt. Lol. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ach so, hier ist eine Tür. Er lacht uns doch. Ach so, ja. Oh. So, T. So, ausgezeichnet. Okay. 3700 Euro haben wir bekommen. Sehr schön. Wie viel haben wir jetzt? 9000 gerade mal. Oh, wir müssen noch lange sparen. D-d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 -
Klar, wir fahren mit dem Meer. Ja, komm, Scania, keine Schaden. Scania klingt ganz geil. Es ist 4.24 Uhr, okay. Geilomato. So, dann, speichern wir mal. Achso, wird ja eh gespeichert. Egal. Ja. Und dann würde ich mal sagen, bis zur, nächsten Folge, ne? Ja. Ja. Bis dann.